die zentrale Ursache für Nico sind Weisheitszahn-OPs. Und das hat ja wahrscheinlich, die meisten kriegen die Weisheitszähne. Ja. Wie viel Prozent, was schätzt du? Das ist eine sehr gute Frage. Also die Meinungen gehen da so ein bisschen auseinander. Es gibt Kollegen, die sagen 70%, es gibt Kollegen, die sagen 90% der Leute, die die Weisheitszähne rausbekommen haben, haben solche Nikos. Was wir in Bezug auf die Nikos sehen und auch wissen, dass in einer Niko der sogenannte Rantis-Wert immer sehr stark erhöht ist. Das ist im Prinzip auch ein Entzündungswert, von dem man auch weiß, dass der gerade bei Rheumapatienten, bei Demenzpatienten, Alzheimer, ZMS, genau, und Tumorpatienten in der Regel sehr, sehr hoch ist. Es gibt eine riesengroße onkologische Studie aus der Krebsforschung, die einfach ganz klar zeigt, dass die Metastasierung von einem Tumorpatienten auch einhergeht mit der Höhe des Rantis-Wertes. Was wir wirklich akut häufig sehen nach Nikosanierung, gerade wenn es um so rheumatische Themen geht, ich sag mal Gelenksbeschwerden aller Art, Rücken, Knie, Schultern, Ellenbogen, egal was, dass man da häufig relativ schnell spontan Effekte sieht. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Sören Schumann und ich bin heute beim Christian Zotzmann. Er ist biologischer Zahnarzt. Und ja, wir sprechen heute genauer über das Thema Niko und ja, welche wichtige Bedeutung das hat für unsere Gesundheit. Und Christian, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu dir und deiner Praxis sagen, bevor wir dann gleich über das Thema Niko sprechen. Ja, mein Name ist eben Christian Zotzmann. Ich bin Spezialist für biologische Zahnerkunde und Implantologie in Baling. Wir sind hier seit 2016 tätig und haben uns in den letzten Jahren immer weiter auf die biologische Zahnerkunde spezialisiert. Auf metallfreien Zahnersatz, auf die Sanierung von Amalgam-Patienten oder ja, die professionelle Entfernung von Amalgamfüllungen mit Schutzmaßnahmen und eben die Neuversorgung aus metallfreien Materialien. Mhm. Auch auf die Austestung von Materialien, gerade bei Patienten mit vielen Unverträglichkeiten. Mhm. Das ist unser Steckenpferd und im Bereich der Chirurgie eben die Keramikimplantologie statt den klassischen Titanimplantaten. Also ihr deckt hier eigentlich die komplette Palette der biologischen Zahnmedizin ab. Also was weiß ich, Amalgam, wurzelbehandelte Zähne, Niko und alles, was dazugehört, was alles ein sehr, sehr großer Faktor sein kann. Genau, also alles, wo es eben auch um das Thema Gesundheit im Mund- und Kieferbereich geht, das ist unser Schwerpunkt. Mhm. Also unser Ziel ist es jetzt nicht nur, den Patienten mit der festen, neuen, schönen Zähne zu versorgen. Das ist ja, das macht ja jeder Zahnarzt im Idealfall. Mhm. Wir schauen ganz bewusst auch auf die Störfelder, chronische Entzündung, wie du schon gesagt hast, tote Zähne, alles, was unser Meridiansystem beeinflusst, in den Körper streuen könnte, chronischen Stress verursacht. Mhm. Also gerade die Behandlung von chronisch kranken Patienten ist fast schon an der Tagesordnung, dass wir einfach gucken, gerade auch in Zusammenarbeit mit Heilpraktikern oder ganzheitlichen Medizinern, dass wir gemeinsam gucken, wie können wir da integrativ sozusagen die Patienten wieder auf Vordermann bringen. Und ein ganz großes Problemfeld kann eben der Mund-Kiefer-Gesichtsbereich sein. Das teilweise sogar diese ganzheitlichen Ärzte sagen, bevor wir hier richtig loslegen bei uns in der Praxis, musst du es erstmal abchecken lassen, Amalgam, Niko, wurzelbehandelte Zähne und so weiter. Also gerade die Heilpraktiker, die eben auch Schwermetall-Ausleitungen machen, also richtige Entgiftungstherapien, die schicken standardmäßig schon fast die Patienten vorher zu uns, dass wir eben unter Schutzmaßnahmen die Amalgamfüllung entfernen, generell die Metalle, weil jedes Metall im Mund kann, muss nicht, aber kann zu einer Reaktion, zu einer immunologischen Reaktion führen. Und eben die Störfelder, gerade Nikos, worüber wir gleich reden, kann eine massive Blockade in der Entgiftung sein. Und das sehen wir so häufig, dass Patienten in ihrer Entgiftung einfach nicht mehr weiterkommen und manchmal eben auch zu spät erst zu uns geschickt werden. Und dann nach der Nikosanierung, also nach der Entfernung der Niko oder Nikos, meistens sind es mehrere, in der Entgiftung wieder besser vorankommen. Also es kann quasi so eine richtige Blockade sein, selbst wenn man ganz viele andere Sachen macht, die gut sind, Ernährungsumstellung, Nährstoff auffüllen, spezielle Entgiftungsmethoden und so weiter und so fort, kann es schon viel daran hängen bleiben, wenn ich so eine Blockade im Kiefer habe oder mehrere. Und das Problem ist ja auch, dass es häufig nicht entdeckt wird mit der klassischen Diagnostik, oder? Genau. Also der Grund, warum diese Blockade dann entsteht durch so eine Niko, ist einfach der chronische Stresszustand. Wir wissen, dass wir alle, wenn wir gut regenerieren wollen, also auch gut entgiften wollen, dann muss unser Parasympathikus aktiv sein. Das heißt, wir sind nicht im Sympathikus, in diesem Stresszustand, sondern ich sage immer ganz salopp, wenn wir abends auf der Couch sitzen und merken, wir kommen so runter, das ist der Zustand, wo wir sein wollen, um gut zu regenerieren. Und Menschen, die immer so einen unterschwelligen chronischen Stresszustand im Körper haben und das leider oft auch gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir heutzutage einfach oft sehr gestresst sind, wenn dieser Stresszustand chronisch ist, dann ist unsere Entgiftungsleistung einfach blockiert und gehemmt. Und die Nikos, die verstärken diesen Stresszustand. Und dadurch läuft die Entgiftung, egal wie professionell man die macht, egal wie gut man die Ernährung umstellt und alle
Protokolle und Konzepte beachtet, einfach nicht so gut, solange diese Nikos da sind. Okay, und jetzt gucken wir uns das Thema Niko mal noch in der Praxis an, beziehungsweise ja, auf den Bildern. Ja. Vielleicht noch kurz, was muss das Gerät können oder wie heißt das Gerät, mit dem man das überhaupt diagnostizieren kann? Das haben wir gerade angesprochen, dass es Genau. Klassische Diagnostik nicht ausreicht. Also standardmäßig macht man ja beim Zahnarzt von der Röntgentechnik her normale sogenannte OPGs. Das sind diese großen rechteckigen Röntgenbilder, die hat jeder schon mal gesehen beim Zahnarzt. Ja. Die werden ja auch standardmäßig zum Beispiel für Weisheitszahnentfernung gemacht, dass man überhaupt mal sieht, wie ist die Lage von den Weisheitszähnen. Ja. Wenn es jetzt darum geht, etwas räumlich darzustellen, brauche ich ja ein 3D-Röntgenbild. Mhm. Oft sind es die gleichen Geräte, also die OPGs, also die normalen Röntgenbilder und die DVTs anfertigen, sind die gleichen Geräte, nur das 3D-Gerät fährt quasi noch einmal mehr um den Kopf. Mhm. Und dann generieren wir ein dreidimensionales Bild. Gerade auch in der Weisheitszahnthematik können wir da auch besser die Lage zu dem Hauptnerven, die wir haben, darstellen, wenn ein Weisheitszahn sehr nah an einem Nerv liegt. Man sieht zum Beispiel auch hier jetzt wunderbar in dem Bild, dieser Kanal, da läuft ein Hauptnerv drin und in dieser Region hier, ja, da war mal ein Weisheitszahn. Und das sind genau die typischen Regionen, wo diese Nikos bzw. F-Docs heißen sie ja auch, oder Cavities, ja, entstehen. Die entstehen nämlich in der Regel an deren Stellen, wo mal Zähne gezogen wurden. Ja. Es gibt auch Regionen, gerade im Unterkiefer, teilweise hinter dem Weisheitszahn, das liegt aber an der Anatomie, da gibt es Lymphabflusssysteme vom Hirn, ja, die dort enden. Und diese Region, da entstehen sehr häufig Nikos nach Zahnentfernung. Und eine Weisheitszahn-OP ist ja häufig ein relativ massiver Eingriff, wird sehr häufig ja bei Jugendlichen durchgeführt, die eben noch im Wachstum sind, sich entwickeln, oft sich natürlich nicht gut und sagen wir mal alles andere als ideal ernähren. Und kein Mensch denkt mit 16, 17 an Supplements, Nährstoffhaushalt etc. Ja. Zahnärzte leider oft auch nicht. Ja. Und dann haben wir ein OP-Gebiet oder wenn man alle vier Weisheitszähne auf einmal entfernt, ja teilweise auch vier große OP-Gebiete. Ja. Und dann muss der Körper in der Lage sein, das richtig zu verknöchern. Ja. Und aufgrund des Nährstoffmangels tut das in der Regel nicht. Also die Vermutung ist einfach, dass die Nikos, zu 100% weiß man das nicht, dass die Nikos deswegen entstehen, weil zum Zeitpunkt der OP ein Nährstoffmangel vorliegt. Deswegen arbeiten wir, wenn wir solche Nikos sanieren, natürlich auch mit entsprechenden Ernährungsprotokollen, supplementieren die Patienten vorher. Das machen wir auch bei kieferchirurgischen Eingriffen, sei es Implantation oder Knochenaufbau, weil nur wenn der Körper die Baumaterialien hat, ist er in der Lage, den Knochen auch neu zu bilden. Wenn er schon im Mangel ist, dann wo soll es herkommen? Richtig, also wenn ihr, ich sage immer zum Patienten, wenn ihr ein Haus baut und die Backsteine, also die LKWs mit den Backsteinen rollen nicht an, dann habt ihr lauter Löcher in der Wand und so ist es ja auch. Ja, kannst du noch mal ganz kurz? Also diese Region hier, das war jetzt wahrscheinlich... Hier sind ja jetzt so drei, sind es so drei unterschiedliche oder ist das alles eins? Ja, das ist eine gute Frage. Die Niko wächst ja nicht nach einem Bauplan. Ja. Also manchmal sieht man, wie hier oder auf der anderen Seite sieht man es im Querschnitt ganz gut. Hier ist in diesem kompletten Bereich ja null Struktur. Ja. Also keine feinen Bälkchen oder ähnliches, wie man es jetzt zum Beispiel hier sieht. Da hat man schöne, feine Struktur überall, so würde gesunder Knochen aussehen. Ja. Und sowohl hier hinten auf der linken Seite im Querschnitt als auch auf dem anderen Schnittbild sehen wir Bereiche, wo nichts drin ist. Und manchmal sieht man auch nach zig Jahren noch quasi, wie die Wurzelfächer von dem Zahn da ausgesehen haben. Und in der Mitte ist es quasi schwarz und dunkel heißt im Röntgenbild hier immer weich oder einfach durchgängig für die Röntgenstrahlen. Ja. Und weiße, harte Strukturen sind dann zum Beispiel Füllungen, Zahnschmelz oder Kronen. Ja. Hier oben zum Beispiel die Kieferhülle, die ist ja komplett schwarz, weil es ist ja reine Luft. Ja. Und wenn man dann eben sieht, dass in dem Bereich der Knochen von innen der Kieferhöhle, der Knochen der Kieferhöhle eigentlich ähnlicher sieht wie gesunden Knochen, dann weiß man, das ist butterweiche Substanz. Und eine Niko von innen, das sieht im Prinzip aus wie Fett, also wie so eine halb schmelzende Butter. Also im wahrsten Sinne des Wortes butterweich. Butterweich, genau, so ist es. Und manchmal ist die aber auch relativ diffus. Das heißt, man hat da vereinzelte Knochenbälkchen noch drin, die ja dann aber relativ grob verschachtelt sind. Also die sind nicht immer so knallhart abgegrenzt wie hier. Ja. Das ist dann auch so ein bisschen Erfahrung in der Diagnostik. Letztendlich können wir im Röntgenbild ja nicht hundertprozentig sagen, das ist eine Niko oder nicht. Wir interpretieren ja bei Röntgenbildern einfach aus der farblichen Darstellung. Mhm. Und zum Beispiel wissen wir, wenn wir einen dunklen Schatten wie so einen Halbmond an der Wurzel haben, dann wissen wir, das ist eine Zyste oder eine Osteolyse im Knochen, also aufgelöster Knochen, weil der Zahn tot ist. Das können wir dann über den Kältetest nochmal verifizieren. Mhm. Aber per se wirklich sehen, dass das eine Entzündung ist, tun wir nicht. Ja. Also wir sehen, hier ist ein Hohlraum im Knochen
Und rein aus der Erfahrung und wenn man das entsprechend auch ein paar Mal operiert hat, dann weiß man einfach, okay, gesunder Knochen auch an der Stelle, wo kein Zahn mehr ist, also keine Druck- und Zugbelastung stattfindet, dadurch wird der Knochen ja kompakter, sieht niemals so aus. Ja. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz und knapp. Ja. Also die zentrale Ursache für Nico sind Weisheitszahn-OPs und das hat ja wahrscheinlich, die meisten kriegen die Weisheitszähne. Ja. Wie viel Prozent, was schätzt du? Das ist eine sehr gute Frage. Also die Meinungen gehen da so ein bisschen auseinander. Es gibt Kollegen, die sagen 70%, es gibt Kollegen, die sagen 90% der Leute, die die Weisheitszähne rausbekommen haben, haben solche Nikos. Da gibt es natürlich keine groß angelegten naturwissenschaftlichen Studien. Jetzt rein die persönliche Erfahrung ist schon so, dass, ich sage jetzt einfach mal salopp, ein echter, wirklicher Großteil zumindest. Also ich würde auch bei 75% wahrscheinlich schon einfach mal behaupten, dass die Leute das haben. 75? Von Leuten, die in der Jugend, also im Wachstum, sich die Weisheitszähne haben rausmachen lassen. Ja. Wenn jemand schon wirklich ausgewachsen ist und auch eine gesunde, bewusste Ernährung hatte, ist die Wahrscheinlichkeit schon dementsprechend geringer, auch wenn man vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht supplementiert hat. Mhm. Aber trotzdem allein das Fehlen des Wachstums, also dieser extrem erhöhte Bedarf, dass der dann nicht mehr da ist, sorgt, denke ich, schon dazu, dass bei den Erwachsenen die Quote der Nikos nicht mehr ganz so hoch ist. Und da wäre jetzt noch die Frage, wie viel Prozent ungefähr bekommen dann im Jugendalter die Weisheitszähne rausgenommen? Was schätzt du? Hälfte? Also der Trend ist Gott sei Dank wirklich dazu, dass man die nicht mehr ganz so früh rausmacht. Warum auch immer. Kann ich dir gar nicht sagen. Ja, grob, ganz grob. Was würdest du schätzen? Einfach nur. Also ja, wahrscheinlich einfach zu viele. Teilweise auch zu früh und unnötig. Ja. Ich würde wahrscheinlich sagen, schon 2/3 der Leute kriegen die im Jugendalter raus, leider. Also die Schätzung... Manchmal geht es ja nicht anders, auch wegen der Kieferorthopädie, muss man klar sagen. Ja. Ja. Also die Schätzung, ohne dich jetzt drauf festzunageln, ungefähr 2/3 bekommen es raus im Jugendalter und davon schätzt du auch 75% kriegen dann dadurch Probleme, die häufig nicht erkannt werden. Ja, die Frage ist ja... Hat jeder Mensch, der eine Niko hat, automatisch langfristig ein gesundheitliches Problem? Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Kann man nicht sagen, ja. Das kann man definitiv nicht sagen. Wir sehen teilweise auch Patienten, die haben wurzelkanalbehandelte Zähne von vorne nach hinten und solche Zysten dran, sind aber mit 85 noch topfit. Das hängt wirklich vom Organismus ab. Wie entgiftet der Körper? Wie kann er kompensieren, wenn jemand, da gibt es ja genetische Veranlagung, einfach schlecht entgiftet zum Beispiel. Mhm. Dann kommt die ein oder andere chronische Entzündung noch dazu, sei es eben toter Zahn, sei es ein Nigo oder was anderes irgendwo im Körper. Mhm. Und in der Summe häufen sich Giftstoffe auf. Dann habe ich irgendwann das Problem einer chronischen Erkrankungen, in welche Richtung auch immer. Hm. Was wir in Bezug auf die Nikos sehen und auch wissen, dass in einer Niko der sogenannte Rantes-Wert, Chemokin-Ligand 5, immer sehr stark erhöht ist. Das ist im Prinzip auch ein Entzündungswert, von dem man auch weiß, dass der gerade bei Rheuma-Patienten, bei Demenz-Patienten, Alzheimer, MS, ZMS, und Tumorpatienten in der Regel sehr, sehr hoch ist. Gibt es auch viele Studien dazu, ne? Dazu gibt es eine riesengroße onkologische Studie, also aus der Krebsforschung, die einfach ganz klar zeigt, dass die Metastasierung von einem Tumorpatienten auch einhergeht mit der Höhe des Rantes-Wertes. Mhm. Ja. Also da gibt es Zusammenhänge. Das Problem, was wir jetzt als Zahnärzte oder biologische Zahnärzte haben, ist natürlich, dass die Niko es offiziell gar nicht gibt. In der Schulzahnmedizin existiert sie nicht. Das heißt, wir operieren den ganzen Tag eigentlich gar nichts, wenn man es mal so sieht. Und dementsprechend ist dann natürlich leider nicht der Zusammenschluss da zwischen der Schulzahnmedizin, zwischen Onkologen, zwischen Rheumatherapeuten und der Zahnmedizin. Mhm. Weil was wir wirklich akut häufig sehen nach Nikosanierung, ist gerade wenn es um so rheumatische Themen geht, also ich sag mal Gelenksbeschwerden aller Art, Rücken, Knie, Schultern, Ellenbogen, egal was, dass man da häufig relativ schnell spontan Effekte sieht. Man kann es austesten im Vorfeld, auch mit der sogenannten Neuraltherapie, ob es da Verbindungen gibt. Und da sieht man teilweise direkt im Behandlungsstuhl, aha, das eine oder andere Gelenk fühlt sich besser an. Wenn man quasi Prokain reinspritzt und dann hat man kurzzeitig eine Besserung und dann weiß man, wenn man das rausmacht, dass das dann auf lange Sicht... Richtig. Also dann wissen wir, da besteht ein direkter Zusammenhang. Da kann man so, man sagt so 30-40% vielleicht simulieren von dem, was wäre, wenn wir wirklich operiert hätten. Das ist teilweise wirklich verrückt, muss man schon sagen, was man da für Effekte sieht. Bei allen anderen chronischen Erkrankungen, wo die Niko eher eine Blockade ausgelöst hat im Sinne der eigenen Entgiftungsleistung, da ist ja die Folge der Erkrankung dann
Die Folge der Blockade daraus, dass der Körper aufgrund von dieser Belastung krank wird. Mhm. Und wenn wir die Niko sanieren, wird ja nur die Entgiftung besser. Das heißt aber, der Körper muss auch erstmal langfristig weiter entgiften, um wieder gesund zu werden. Mhm. Das heißt, wir schubsen da quasi nur an. Mhm. Ja? Das heißt, wir machen durch die Niko-Sanierung den Menschen jetzt nicht akut gesund, sondern wir helfen ihnen dabei, wieder gesund zu werden. Aber das sind natürlich immer noch langfristige Geschichten. Klar, aber es kann ein wichtiger Faktor sein. Es ist für mich einer der Schlüsselfaktoren. Es gibt der Dr. Klinghardt zum Beispiel, der schickt ja alle seine Patienten vorher erstmal zu den biologischen Zahnärzten, weil er ganz klar sagt, im Mund fängt alles an. Mhm. Das macht der Mann nicht ohne Grund. Das ist ja einer der ganzheitlichen Mediziner, Top-Mediziner der Welt, muss man einfach sagen. Und das macht er nicht ohne Grund. Ja. Ja. Nochmal ganz, ganz kurz Zusammenfassung. Also, es ist ein großer Faktor für die Gesundheit. Nicht bei jedem macht es sich direkt bemerkbar, aber für jeden, der vielleicht ein gesundheitliches Problem hat oder der seine Gesundheit noch verbessern möchte, der leistungsfähig sein Sportler, möchte. Sportler zum Beispiel, ganz klar. Also jemand, der auf einem Top-Level agiert, super fit sein muss. Also gerade Sportler haben ja ein ganz anderes Körpergefühl. Die merken ja, wenn sich irgendwas anbadet, seien es leichte Erkältung, Entzündung oder sonst irgendwas, spüren die das ja sehr häufig. Mhm. Und jemand, der auf einem sehr hohen Level agiert, und immer das Gefühl hat, okay, irgendwo ist die Handbremse so halb angezogen, dann kann sowas eben auch die Handbremse sein, die wir dann wirklich lösen können. Mhm. Oder jemand sagt, okay, ich muss im Alltag einfach ständig fit sein und performen, dann sind das Dinge, wo wir sagen, okay, da können wir dem Körper nochmal so einen Schub geben, um einfach selber mitzuarbeiten, besser mitzuarbeiten. Ja. Und das Problem ganz stark vereinfacht erklärt ist, Ich habe da was im Körper, wo das Immunsystem und wo man quasi keinen Zugriff hat und das gammelt da mehr oder weniger vor sich hin und fördert chronische Entzündungen im Körper. So kann man sagen, also man findet, da gibt es auch histologische Untersuchungen vom Dr. Lechner, gibt es ein schönes Buch drüber, da findet man alles drin, Bakterien, Pilze, Viren, Glyphosat in den jüngeren Untersuchungen im Vergleich zu vor 20 Jahren. Also da gibt es schon, ich glaube, seit über 30 Jahren macht er da schon Untersuchungen drüber. Ja. Und das kann in den Körper streuen, sei es über die Blutversorgung, über das Lymphsystem, über Nervenbahnen. Theoretisch können Toxine sich ja auch über den Körper verbreiten. Ja. Und das ist im Prinzip das, was man meint, wenn man von der Fernwirkung der Zähne redet oder in dem Fall von einem Kieferabschnitt. Ja. Mhm. Warum kriegen wir die Niko von außen nicht geheilt? Weil die Blutversorgung in der Niko quasi nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, wir können supplementieren, so viel wir wollen. Ja. Die guten Backsteine, sage ich mal, kommen nicht mehr an. Die LKWs haben keine Zufahrt mehr. Mhm. Das heißt, die Nährstoffe kommen nicht in die Niko rein. Da kann nichts mehr von allein regenerieren. Also man muss wirklich von außen zugreifen. So, und jetzt gucken wir uns mal meine Niko-Diagnostik an. Und die ist eher untypisch. Aber was genau damit auf sich hat, das zeigen wir euch jetzt. Also hier haben wir noch das Bild vom Sören. Ja. Hier sehen wir im Querschnitt im Prinzip wieder oben links die Weisheitszahnregion. Das sieht bei ihm jetzt wirklich in der Ederregion eigentlich gleich aus. Und man sieht hier im Querschnitt, da ist wirklich überall eine feine Struktur drin. Ja. Also verhältnismäßig untypisch, vor allem für so einen großen Kieferabschnitt. Da ist es gut geheilt. Wenn man jetzt auf dem anderen Schnittbild guckt, da sieht man wirklich nur hier so im Spitzchen vom Kieferkamm ist es so ein bisschen dunkler. Ja, das ganz, ganz bisschen. Das ist ein mini, mini kleiner Bereich. Wenn jetzt jemand da topfit und gesund ist, sage ich mal, oder wirklich keine schweren chronischen Leiden hat, würde ich jetzt niemals vorschlagen, das müssen wir jetzt machen und operieren. Ja. Am Ende des Tages muss natürlich der Patient immer für sich entscheiden, ja. Aber das sieht mal für eine Weisheitszahnregion nach echt guten Knochen aus. Ich gratuliere. Aber das ist eher sehr untypisch. Vor allem hätte ich mir sehr gut vorstellen können, dass es bei mir nicht so ist, weil ich... Als mir die Weisheitszähne rausgemacht wurden, war ich vielleicht 18, 19 Jahre alt. Aber warst du wahrscheinlich schon ausgewachsen zumindest. Kann sein, vielleicht hat es, aber ich weiß auf jeden Fall, hatte ich auch diverse Nährstoffmengen, habe ich nicht gut ernährt, obwohl ich vielleicht dachte, ich ernähre mich einigermaßen gesund. Ja. Plus, ich hatte auch in der Jugend häufiger Knochenbrüche bei eher weniger Belastung. Also ich habe mir einmal beim Skifahren, beim Bremsen, Schien- und Warnbein durchgebrochen. Ja. Und einmal sogar... bin ich mal über was so ein... machst du? bin ich... wie erkläre ich das? War ich vom Fußball, Trainingslager, waren wir in Spanien, erster Tag. Ich will so von einem Balkon auf dem anderen klettern, nicht hoch, vielleicht Meter hoch. Ja. Stütze mich zuerst mit der linken Hand ab auf den Boden, als ich aufkomme, Arm durchgebrochen. Also da gehe ich davon aus, dass meine Knochen nicht so stabil waren, aber mich freut es natürlich, dass es...
Also, denkst du, das kann auch erst ein paar Jahre später sich wieder so gefühlt? Also wenn eine Nigo erstmal entstanden ist, wächst da nichts mehr nach. Das hatte ich ja schon erwähnt. Ja. Meistens, was heißt meistens, man vermutet einfach aufgrund von der fehlenden Durchblutung. Ja. Ja. Warum das bei dir jetzt gut verheilt ist, da würde ich mich jetzt einfach drüber freuen und das so hinnehmen. Ja. Aber wie gesagt, wir haben hier wirklich eine durchgehend feine Struktur. Ja. Ich könnte mir jetzt denken, es liegt daran, dass du einfach schon ausgewachsen warst zu dem Zeitpunkt. Ja. Also das Wachstum ist natürlich schon ein Energie- und Mineral- und Vitaminfresser, ist ja ganz klar. Ja. Und man weiß das ja, wenn Kinder unterernährt sind, wenn wir jetzt mal nach Afrika gucken, die entwickeln sich, die hängen ja einfach Jahre hinterher ihre Entwicklung teilweise. Mhm. Und haben wir es in Europa besser. Aber das sieht, wie gesagt, schön strukturiert aus. Okay. Genau. So, dann vielleicht jetzt zum Schluss ein ganz kurzes Fazit. Also ihr habt es ja auch in meinen Videos schon häufig gesehen, die Zahnmedizin bzw. die biologische Zahnmedizin ist ein riesiger Faktor, kann sehr krank machen, wenn da Sachen falsch gemacht werden, kann aber auch sehr stark dabei helfen, wieder gesund zu werden. Genau, und jetzt haben wir es beim Thema Nigo erklärt, beziehungsweise der Christian. Würdest du noch vielleicht abschließend was sagen zum Thema biologische Zahnmedizin, Stellenwert? Nikos. Ja. Nikos. Also die Nigos im Speziellen, jeder, der in einer Entgiftungstherapie ist, vor allem diese Leute oder einfach chronisch krank sind und rheumatische Themen haben, lohnt es sich immer mal den Gang zum biologischen Zahnarzt, zum Kollegen, dass man einfach mal überprüft, zumindest mal ein Bild macht und schaut, hat man Nikos? Mhm. Sehr häufig sieht man als Zufallsbefund in den 3D-Bildern dann, obwohl man eigentlich per se gar nicht deswegen zum Termin da ist, dass sich doch an dem einen oder anderen Zahn ein Entzündungsherd versteckt, dass ein Zahn heimlich ohne Schmerzen abgestorben ist oder ein wurzelkanalbehandelter Zahn da ist, der wieder eine Zyste hat, was man im normalen Röntgenbild bei den normalen Kontrollen mit dem Hauszahnarzt gar nicht gesehen hat. Also sehen wir sehr, sehr häufig, dass es so kleine Überraschungen immer gibt, die wir selber nicht spüren, die uns im Mund einfach nicht wehtun und das sind halt unter Umständen harte Energieräuber und die können eben chronisch krank machen. Okay, ja. Jetzt fällt mir noch eine letzte Frage ein. Du hast jetzt mehrfach rheumatisch angesprochen. Ja. Wie ist es bei Autoimmun, wie ist es bei neurodegenerativ und wie ist es bei psychischen Themen? Also wie gesagt, das hatte ich ja vorher auch schon erwähnt, diese neurodegenerative Erkrankungen, Alzheimer etc., Demenz, da ist der Randeswert bei den Patienten auch sehr hoch, das weiß man. Ja. Also auch da macht es Sinn, nach den Nikos zu gucken. Könnte ich jetzt nicht im Vorfeld sagen, inwiefern man da noch eine Verbesserung erreicht, wenn diese Krankheit mal begonnen hat. Ja. Vielleicht hält man den Fortschritt etwas auf, da gibt es auch keine Forschung in der Richtung, aber ich sage einfach mal, jeden Entzündungsfaktor, jeden Stolperstein in der Gesundheit, den ich rausnehme, macht uns einfach ein Stück gesünder oder beim schon Erkrankten lindert vielleicht den Verlauf der Erkrankung. Also das macht immer Sinn. Was war die zweite Frage? Die zweite Frage, also ich habe noch Autoimmun angesprochen und auch psychische Autoimmungeschichten, alles, was unser Immunsystem angreift. Klar, da können wir wieder von vorne anfangen. Tote Zähne, Metalle, Metalle können wirklich auf unser Immunsystem schlagen. Wir durch den Abrieb beim Kauen, nicht nur das Amalgam, auch Goldstahl, wir schlucken es. In unserem Darm hängen diese Partikel, die können in unserem Darm immunologische Reaktionen auslösen. Mhm. Allergien mit verursachen etc. Was haben wir noch? Und psychische Themen, Depression und so in die Richtung. Depression wieder. Sagt man ja auch teilweise, entzündetes Gehirn kann schon. Ja, das ist wieder ein großes Thema, wieder hängt auch wieder mit dem Darm zusammen. Ist unser Darm entzündet, wissen wir, Depression und Darm hängt häufig zusammen. Haben wir ständig Materialien im Mund, die wir schlucken und nicht vertragen, immunologische Reaktionen auslösen, ist unser Darm entzündet. Und auch die sind ja, also über Nerven ist quasi der Kiefer direkt mit dem Gehirn verbunden. Mit dem Hirn, also unser Kiefer ist so ziemlich mit allem verbunden. Da gibt es ja das Meridiansystem, diese schöne Tabelle, kann sich jeder angucken. Also das ist ja der Punkt, wir haben am Tag 30.000 bis 33.000 Zahnkontakte durch das Pumpen, denkt man gar nicht. Durch dieses Pumpen des Lymphsystems auch werden ja Bakterien, alles, was wir im Mund haben, eventuell auch über Blutbahnen durch den Körper gepumpt. Entzündungsmediatoren, Mercaptane, Thioether, alles, was an den toten Zähnen dranhängt. Das ist einfach ein Effekt und deswegen ist ja der Mund einfach die Eintrittspforte von Körperaußenseite zu Innenseite. Ich meine jetzt gar nicht mit dem, was wir essen, sondern habe ich einen Parodontalspalt, der immer chronisch entzündet ist bei einer Parodontitis, ist das eine direkte Pforte von außen. Die Mundschleimhaut zählt eigentlich noch zur Körperaußenseite, direkt an den Knochen.
und dann sind wir innen. Gell? Also da gibt es einfach viele Verbindungen. Deswegen ist der Mund einfach generell für die Gesundheit super, super wichtig. Ja. Also Fazit vom Fazit, wenn ihr gesund werden oder bleiben wollt, dann lasst euch zumindest mal bei einem richtig guten biologischen Zahnarzt abchecken, damit ihr wisst, okay, wie sieht es in meinem Mund, wie sieht es in meinem Kiefer aus, und dann kann man ja schauen, welche Maßnahmen da eventuell Sinn machen würden. Okay, dann war es das von diesem Video und bis zum nächsten Mal, Christian. Danke dir.